Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen beim Ozok zu einem weiteren Video bei mir auf dem Kanal. Wie ihr am Titel erkannt habt, geht es heute um das Thema Wiederwahl in Berlin und generell Wahlvorstand werden, wie man sich selber als Wahlhelfer beteiligen kann und was man alles tun kann, um ja, eine Wahl richtig gut und ja, sachgerecht ablaufen zu lassen. Das erfahrt ihr in diesem Video. Am Anfang des Videos jetzt erstmal ein kleiner Reminder an meine treuen Zuschauer, also die mich häufiger sehen. Ich möchte mich erstmal entschuldigen, dass ich in der letzten Zeit so wenig Videos hochgeladen habe. Es gab auch die Möglichkeit, jetzt einige neue Food-Reviews noch abzudrehen. Ich habe es zeitlich einfach nicht geschafft. Es gab extrem viel zu tun hier im Haus. Ihr habt es vielleicht auf dem Kanal von der lieben Mira Colina mitbekommen. Da erstmal vielen Dank. Wir sind fast bei 2500 Abonnenten dort auf dem Kanal angekommen. Ja, falls ihr das Ganze sehen wollt, was wir hier alles so im Haus machen, Umbauarbeiten, alles was zum Thema Haus, Einrichten, Handwerkern, Probleme, die aufgetreten sind und was wir alles so machen müssen, wissen wollt, schaut gerne auf den Kanal von der Mira Colina vorbei, würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. An alle neuen Zuschauer, die heute das erste Mal dabei sind, ihr seid wahrscheinlich hier, weil es euch interessiert, wie man ja Wahlhelfer wird, Wahlvorstand bzw. Wahlvorsteher, denn ich habe die Position des Wahlvorstehers für die Wahlwiederholung in Berlin bekommen und heißt, ich habe eine leitende Position im Bereich ja, des Wahlablaufes in meinem Bezirk und sorge dafür, dass diese Wahl korrekt und richtig abläuft. Ich möchte euch Schritt für Schritt natürlich erklären, wie man Wahlvorsteher oder Wahlvorstand werden kann. Der Wahlvorstand ist sozusagen die Gruppierung aller drei Positionen, einmal dem Wahlvorsteher, dem Schriftführer und den Beisitzern. Das sind die drei Positionen, die es gibt. Für jede der Positionen gibt es dann auch Stellvertreter. Das heißt also, es gibt einmal den Hauptwahlvorsteher. Ich bin stellvertretender Wahlvorsteher. Dann gibt es den Schriftführer, den stellvertretenden Schriftführer und die Beisitzer, die alle gleichberechtigt sind. Wie ihr sowas werden könnt und wie ihr euch sozusagen an der Demokratie aktiv beteiligen könnt, das erfahrt ihr bei eurem Bürgermeldeamt oder Einwohnermeldeamt, denn da gibt es Listen. In Berlin ist es so, dass man sich online dafür bewerben kann. Das heißt, ihr geht einfach auf die Webseite www.berlin.de, sucht euch dann unter dem /service den Wahlhelfer aus und könnt euch dort aktiv für euren Bezirk und eure Wahllokale bewerben. Ihr könnt auch, wenn ihr dann als Wahlvorstand mit angesprochen wurdet oder euch das Bezirksamt, Wahlamt anschreibt, auch ja, ankündigen oder mitteilen, in welches Wahllokal ihr gehen wollt, welches möglichst bei euch ja in der Nähe ist, damit ihr nicht halt durch den halben Bezirk fahren müsst. Beispielsweise bei mir in Pankow, in Berlin-Pankow ist es so, dass der Bezirk der größte Flächenbezirk ist in Gesamt-Berlin. Und das heißt, wenn ich jetzt aus dem Prenzlauer Berg beispielsweise nach Buch fahren müsste, um dort im Wahllokal zu helfen, dann habe ich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln einfach mal eine Dreiviertelstunde Fahrzeit. Das möchte keiner und es soll ja auch alles sachgerecht und gut funktionieren. Wie wird man Wahlvorstand? Also als allererstes muss natürlich so eine Wahlbenachrichtigung kommen. Also hier steht noch meine alte Adresse drauf. Ist egal, verpixel ich jetzt auch nicht mehr, weil ich wohne da nicht mehr. Aber die mögliche Wahlwiederholung in Berlin stand an. Demokratie ist wichtig, wählen ist wichtig, denn nur damit kann man seine Meinung zu den bestehenden Parteien, die sich als neue Parteien bewerben, oder wenn man keine Partei wählt, auch wenn man mit dem politischen System unzufrieden ist, kundtun. Das heißt, geht selbst zur Wahl und wenn ihr dann bei der Wahl seid, dann macht doch lieber eure Stimme ungültig. Denn dann ist es so, dass die Wahlstimme trotzdem gewertet wird und die Gesamtanzahl der gewählten Stimmen sorgt dann dafür, dass das Verhältnis für beispielsweise Parteien, die sonst mit wenigen Stimmen noch reinkommen würden in die Parlamente, niedriger ausfällt, weil das gesamte Wahlsystem bzw. die Wahlbeteiligung steigt. Das heißt also, falls ihr solchen Parteien wie der NPD keine Plattform bieten wollt, dann geht einfach hin und wenn ihr mit den bisherigen Parteien, die sich zur Wahl stellen, nicht zufrieden seid, dann macht ihr euren Wahlzettel ungültig, dann wird aber eure Stimme trotzdem ins Wahlregister mit eingetragen. Das ist sehr, sehr wichtig, denn dadurch habt ihr die Möglichkeit, die Demokratie trotzdem zu beeinflussen. Ja, Einberufung als Wahlvorstand sieht dann so aus, man bekommt dann vom Bezirksamt so eine Zettel zugesendet, da steht dann drauf, dass man halt als Wahlvorstand berechtigt ist und dort mitmachen kann und da steht dann auch drauf, welche Position man hat. Bei mir ist es wie gesagt der stellvertretende Wahlvorsteher im Wahllokal, bei mir im Bezirk Pankow in Französisch Buchholz in der Birkenhofschule und da habe ich mich einzufinden und das Ganze als stellvertretender Wahlvorsteher mitzuleiten.
Die einzelnen Positionen des Wahlvorstandes unterscheiden sich, wie gesagt. Die Wahlvorsteher haben die Verantwortung über den gesamten Wahlprozess, sind als Erste da und gehen auch als Letzte aus dem Wahllokal raus. Das heißt, wir sorgen dann dafür, dass die Wahlkabinen, das Wahlfoyer, der Wahlraum vorbereitet wird, nach den Vorgaben des Wahlbezirksamtes ausgestattet sind und auch während der Wahl nichts schiefläuft. Das heißt, die beiden Wahlvorsteher, der offizielle Wahlvorsteher und der Stellvertreter sind in der Verantwortung dafür, dass das Wahllokal richtig funktioniert und die Wahlvorgänge richtig abgeschlossen werden. Dabei gibt es dann als nächstes einen Merkzettel, der sieht dann ungefähr so aus. Für euer Wahllokal, wenn ihr sowas machen wollt, wird er dann anders aussehen. Und da steht drauf, wichtig, beispielsweise jetzt bei der Wiederwahl in Berlin, dass man sich mit dem Hausmeister auseinandersetzen soll, weil wir befinden uns in einer Schule und es ist auch noch Schulferien in der Zeit in Berlin. Das heißt, man muss mit dem Hausmeister sich abstimmen, dass der rechtzeitig da ist, das Wahllokal, also dort, wo es halt stattfindet, aufmacht, damit man auch alles für die Wahl vorbereiten kann. Das haben wir bereits gemacht. Das habe ich mich mit meinem, mit meinem anderen Wahlvorsteher schon per WhatsApp, weil man kriegt dann so eine Liste, wo alle Wahlbereichsleute mit aufgelistet sind, abgestimmt und der hat schon angerufen, hat gesagt, passt alles soweit und am Wahltag, den 11.02. kann die Wiederwahl stattfinden. Kleine Anmerkung jetzt nochmal hierzu. Wie gesagt, falls ihr das erste Mal auf meinem Kanal seid, ich würde mich wahnsinnig darüber freuen, weil damit unterstützt ihr mich und sorgt damit dafür, dass auch diese Videos besser vorgeschlagen werden. Wenn ihr jetzt ein kostenfreies Abo dalassen würdet und gerne auch einen Daumen nach oben dalassen würdet, falls ihr mich damit unterstützen wollt und ihr bekommt dann weitere interessante Videos von mir vorgeschlagen. Wichtig ist auch für euch, wenn ihr an so einem Wahltag im Wahlvorstand da seid, dann müsst ihr spätestens um 7 Uhr morgens, also vor der Öffnung eine Stunde vor der Öffnung des offiziellen Wahllokals, in eurem Wahllokal vor Ort sein. Das bedeutet, wir, also der stellvertretende Wahlvorsteher und der Wahlvorsteher, wir treffen uns auf jeden Fall schon kurz vor 7 Uhr in den Lokalitäten, warten dann darauf, dass die ganzen anderen Wahlvorstandshelfer, also die Schriftführer und die Beisitzer erscheinen und dann fangen wir an, gemeinsam das Wahllokal einzurichten. Dabei ist halt wichtig, dass wir natürlich in der gesamten Bundeswahlordnung handeln. Das heißt, wir sind in der Tätigkeit dann nicht normale Bürger, sondern Wahlorgane und sind unparteiisch in der Wahrnehmung des Amtes und sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Man muss sich an die Bundeswahlordnung des jeweiligen Bundeslandes halten, das heißt jetzt in diesem Fall an dieses von Berlin. Und sollte jemand als Wahlhelfender, also sei es ein Beisitzer, Schriftführer oder ich jetzt als stellvertretender Wahlvorsteher ausfallen, muss man darüber das Wahlamt spätestens, das heißt also bis zum 11.02., 6.55 Uhr, da dann anruft, könnte man sich krank melden, ist natürlich nicht gut und weil man eine Verhinderung hat, dann müsste man das auch mit einem Krankheitsschein dem Wahlamt nachweisen, weil das halt wichtig ist. Ansonsten gibt es natürlich auch für telefonische Meldungen, die sind wichtig für das Bezirkswahlamt, für die Teilnahme und wie viele Leute sozusagen in der Warteschlange stehen, eine Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse, die steht hier unten drauf, wahlhelfende@ba-pankow, also Bezirksamt Pankow und man kann dann damit natürlich sich dort melden und dort mitmachen. Dann gibt es, wie gesagt, die zeige ich euch jetzt nicht. Das ist so eine Liste mit jeweiligen Personen. Da stehen personenbezogene Daten drauf von den jeweiligen Wahlhelfenden, also der gesamte Wahlvorstand. Der sind bei uns 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Menschen. Und das ist natürlich sehr, sehr gut. Und damit haben wir natürlich halt auch die Möglichkeit, eventuelle Ausfälle auszugleichen. Dann haben wir vom Bezirkswahlamt, wie ihr seht schon, ich habe hier viele Briefe bekommen, eine sogenannte Checkliste bekommen. Die sieht dann ungefähr so aus. Da kann man dann abhaken, was man alles für Vorbereitungen für die jeweiligen Wahlvorgänge machen muss. Also wie man den Wahlraum einrichtet, ob alle Wahlunterlagen vor Ort sind. Das heißt also genug Zettel da sind, die Wählscheine da sind, das Wahlregister da sind, die Wahlurnen da sind, diese leer sind. Man muss das alles kontrollieren, auch die Vollständigkeit. Und das Wahlniederschriftsregister, da muss natürlich entsprechend ausgefüllt werden. Alle Mitglieder des Wahlvorstandes müssen verpflichtet werden der Neutralität. Da gibt es einen Spruch, den man sozusagen vorliest. Wir als Wahlvorstand sind verpflichtet im Rahmen des Blablabla, sich sozusagen der unparteiischen Wahlvorganges zu verpflichten und dann den Wahlvorgang
durchzuführen. Ich versuche euch nebenbei immer so ein paar Sachen einzublenden. Vielleicht seht ihr das auch schon und da könnt ihr euch das Ganze dann nochmal näher zur Gemüte führen. Für die Personen, die sich nicht sicher sind, ob sie das richtig hinkriegen oder auch mit der Checkliste nicht zurechtkommen, die können an Schulungsterminen für den Wahlvorstand teilnehmen. Ich ging davon aus, dass es da nur für die Wahlvorsteher gilt, aber es gilt für alle Personen, egal ob Schriftführer oder auch Ersatz. Es gibt sozusagen Reserve noch. Die können dann alle an so einer Wahlschulung teilnehmen. Die hat verschiedene Termine gehabt. Ich hatte hier gesehen, hatte hier 31.01. hatte ich mir angekreuzt. Da bin ich dann da gewesen und da kriegt man, wenn man diese besucht, auf seine Wahlbeteiligung als Wahlvorstand noch eine Erfrischungsgelderhöhung in Form von 40 Euro. Also man geht dahin, hört sich diese Schulung an, was, sage ich jetzt mal, wirklich idiotensicher ist. Und dann kriegt man nochmal 40 Euro an Erfrischungsgeld on top, wenn man dann auch an der Wahl als Wahlvorsteher teilnimmt. Wichtig ist auch, es gibt hier eine riesengroße Liste, Hinweise für den Wahlvorstand. Das ist eigentlich die gesamte Präsentation, die wir uns da angeguckt haben, nochmal in 76 Seiten aufgestellt. Da sind alle einzelnen Positionen nochmal dargestellt, wie beispielsweise das Wahllokal auszusehen hat, was man da machen muss, also wie sozusagen die Wahlkabinen aufgestellt sind, wie die Stimmzettel ausgegeben wird, wie das Register vom Schriftführerregister gehalten wird und wie man dann das Ganze mit der Wahlurne auch sicher abbildet. Der Stimmvorgang, wie gesagt, dazu werde ich euch jetzt gleich noch mal ein paar Informationen geben. Kennt ihr wahrscheinlich selber schon, wenn ihr schon mal wählen gegangen seid. Ansonsten ist hier oben noch mal so ein Musterbeispiel, wie der Wahlraum auszusehen hat. Denn bei uns in Berlin muss die Berliner Flagge und die Europaflagge auch hängbar und sichtbar hängt in den Wahllokalen mit vorhanden sein, damit man weiß, dass es sich um eine Wahl in Berlin handelt. Ansonsten kann ich euch nur sagen, es ist ein sehr, sehr großer Pamphlet an Informationen, den man sich hier durchlesen kann, aber das ist relativ einfach und sinnvoll beschrieben und ich erkläre euch jetzt noch in kurzer Position, wie man den Wahlvorgang sozusagen leitet. Und gebe euch jetzt so eine, ich würde sagen, so eine Zusammenfassung von den wichtigsten Dingen, die ihr, wenn ihr Wahlvorstand sein wollt, also egal ob Beisitzer, stellvertretender Wahlvorsteher oder Wahlvorsteher oder auch Schriftführer, was ihr beachten müsst. Wie schon am Anfang erwähnt, müsst ihr um 7 Uhr am Wahltag im Wahllokal eures Bezirkes sein und müsst den gesamten Raum inspizieren. Dabei werden dann meistens von, wie gesagt, bei uns ist es in der Schule, manchmal sind es auch andere Räumlichkeiten, Turnhallen oder Kirchen oder sonst was, also das, was im Bezirk halt möglich ist, die Wahlräume eingerichtet. Das heißt, es werden Tische, Stühle und auch Wahlkabinen von euch aufgebaut und aufgestellt. Meistens ist es dann so, dass man diese Tische in dieser speziellen Form, wie ich es euch gerade gezeigt habe, aufstellt. An der Eingangstür wird ein Wahlbeisitzer positioniert. In den Sommertagen natürlich ist es okay, wenn die Leute draußen auch warten. Der Wahlvorsteher, der darf entscheiden, ob und wie viele Menschen sich aber auch im Wahlraum aufhalten. Dann werden diese reingelassen. Bei größeren Schlangenbildungen ist natürlich der Beisitzer verpflichtet, die Leute um Geduld zu bitten, draußen halt vor dem Wahllokal zu positionieren, eine einheitliche Schlange zu bilden, damit die Menschen dann in Reihenfolge auch abgearbeitet werden können. Wenn die Personen sozusagen in der Schlange stehen, muss natürlich klar sein, dass sie sich auch im richtigen Wahllokal befinden. Dafür müssen wir in den Vorbereitungen draußen an unserem Wahllokal einmal die Wahllokalnummer und den Wählbezirk sichtbar kenntlich machen, sowie einen Stimmzettel, der sozusagen als Muster gilt, anbringen. Meistens ist es so, wenn man, wie bei uns in Schule, hat man ein großes Glasfoyer, dann kann man von innen alles mit Tesafilm einmal an die Wand kleben und dann können alle Wählenden, die halt in der Warteschlange stehen oder gerade kommen, sich das Ganze schon mal angucken und vielleicht im Kopf überlegen, jo, welche Partei möchte ich denn wählen? Möchte ich eher rechtskonservativ wählen? Möchte ich lieber links wählen? Möchte ich lieber öko wählen? Oder wie auch immer. Dann können die sich schon mal die Wahlzettel angucken. Und das Wichtige, es stehen ja nicht nur die etablierten Parteien drauf, sondern es stehen ja auch ganz, ganz viele Kleinstparteien drauf, denn es handelt sich um eine Bundestagsnachwahl. Da sind alle Parteien drauf abgebildet, die mitmachen können bei der Bundestagswahl. Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört, die Volt-Partei oder die Tierschutzpartei oder die Grauen Panther, die Rentnerpartei oder die Biertrinkerpartei. Alles Kleinstparteien, die sonst immer in dem Bereich Sonstige auftauchen, wenn man diese Hochrechnungen am Ende schon sieht.
Dann ist es wichtig, dass natürlich um das Wahllokal herum keine Parteienwerbung vorhanden ist. Diese muss 30 Meter um das Wahllokal entfernt werden, und zwar von den Wahlbeisitzern. Das heißt, ich als Wahlvorsteher laufe einmal ums Schulgelände und gucke, ob im Umkreis von 30 Metern an der Laterne draußen oder an so einem Straßenschild noch so ein Wahlplakat von der SPD und von den Grünen hängt, und dann müssen diese entfernt werden. Laut Wahlrecht ist es natürlich nicht in Ordnung, Wahlplakate einfach zu entfernen, außer man ist in dieser Position vom Wahlvorstand, das heißt als Beisitzer, Schriftführer oder Wahlvorsteher. Der Wahlvorsteher fertigt dann für diese Entfernung, meistens hat man ja heutzutage ein Smartphone, ein Foto an, welche Partei hat jetzt dort noch sein Ding dran, sollte das jetzt die Grünen gewesen sein, dann entfernen wir diese Plakate von den Grünen und fotografieren die vorher ab, dass die im Eingangsbereich sozusagen wahlbeeinflussend hängen könnten. Die werden dann am Ende des Wahlvorgangs dem Wahlleitungsbereich, also des Bezirksamtes, übergeben, und die jeweilige Partei bekommt dann eine Strafe. Also die müssen eine Strafzahlung zahlen, weil das halt nicht erlaubt ist. Meistens wissen die Parteien auch, wo die Wahlen stattfinden, also welche Wahllokale aktiv sind. Das heißt, eigentlich sollten die dort keine Plakate aufhängen. Aber das kann natürlich immer wieder vorkommen. Das heißt, wir als Wahlvorsteher sind in der Pflicht, das Ganze zu dokumentieren. Das Ganze wird dann auch im Schriftblatt am Ende, bevor wir unsere Wahlunterlagen abgeben, nochmal vermerkt, unterschrieben, so dass man dann auch den Nachweis hat. Bei gegebenenfallsigen Verstößen fragt dann die Wahlleitung, also das Bundesbezirksamt, nochmal nach, ist denn das richtig, zeigt mal das Foto. Man muss das dann halt so 14 Tage auf seinem Handy aufbewahren, danach kann man das einfach löschen. Dann ist es natürlich zusätzlich wichtig, wenn der Wahlvorgang starten soll, die Leute stehen jetzt in der Schlange, alles ist beseitigt, alles ist vorbereitet, die Wahlkabinen sind aufgebaut, die Tische sind aufgebaut und unsere Flaggen hängen, dann dürfen die zu Wählenden reinkommen ins Wahllokal und werden am ersten Tisch bedient. Dort bekommen sie dann von einem Beisitzer erstmal eine Grundprüfung. Meistens haben die zu Wählenden ihre Wahlbenachrichtigung, also hier so ein Schein, hier, ich darf hier wählen, mit dabei. Und auf diesem können wir dann erstmal nachprüfen, gehört er denn zu unserem Wahllokal? Gehört er denn zu uns, zu unserem Wahlbezirk und zu unserem Wahllokal? Meistens steht das in dem kleinen grauen Kästchen oben rechts bereits drin. Und dann kann man das abgleichen. Ja, derjenige gehört hier hin, wunderbar. Dann passt es soweit. Er kriegt seinen Stimmzettel und wird gebeten, in die Stimmkabine zu gehen, in die Wahlkabine. In der Wahlkabine ist es wichtig für mich jetzt als Wahlvorsteher, dass ich den Wahlvorgang beobachte und auch davon überzeugt bin, dass der zu Wählende seine Wahlstimme unbeobachtet von fremden Personen durchführen kann. Das heißt, er macht sein Kreuz und faltet in der Wahlkabine seinen Wahlzettel zusammen, damit die Stimmen Abwahl, welche ja eine geheime Wahl ist, nicht nach außen hin tragbar ist. Wichtig, auch hier gibt es immer Sonderregeln, beispielsweise Menschen, die kleine Kinder dabei haben, heißt im Alter bis 2 oder 3 Jahren, darf der Wahlvorsteher entscheiden, ob die mit dürfen. Ab 4 oder 5 oder schulpflichtige Alter sind diese Kinder nicht mehr zulässig und dürfen das nicht, weil es könnte ja sein, das Kind läuft mit rein in die Kabine, hey, warum wählst denn du die CDU? Ja? Könnte das Kind ja lesen können, könnte das Kind ja rausplappern. Warum machst du denn das, Papa? Dürfen sie nicht, die müssen dann zurückgehalten werden. Das Hausrecht liegt beim Wahlvorsteher und dem stellvertretenden Wahlvorsteher. Auch gibt es die Möglichkeit, dass andere Personen außer mir das Wahlgeschehen beobachten, sogenannte Wahlbeobachter. Diese dürfen auch Filmaufnahmen innerhalb des Wahllokals durchführen. Wenn sich da jemand hinstellt, weil er sagt, hey, bei der letzten Wahl, da wurde ja so viel beschissen. Hier haben die Grünen und die Linken und die SPD so viele Stimmen bekommen und nur so wenige von der FDP, CDU und AfD. Ich finde das nicht gut. Dann dürfen sich Personen im Wahlraum weit entfernt natürlich hinstellen und das Wahlgeschehen beobachten und auch filmen. Filmaufnahmen sind erlaubt. Dabei ist wichtig, dass die Personen, die oder der Wahlvorgang, wenn das Ganze halt dokumentiert wird oder wie auch immer, dass Personen unkenntlich gemacht werden. Das heißt also, wenn jemand da mit seinem Gesicht zu sehen ist, müsste der verpixelt werden und damit hat sich das Ganze erledigt. Steht aber auch hier im Hinweis für Wahlvorstände mit drin, unter dem Bereich Wahlbeobachtung und auch Wahlnachbefragung. Es kann auch sein, dass nach dem Wahlvorgang halt Personen von verschiedenen Wahlinstituten, Infratest DIMAP,
Wahlkreisprognose, Forsa oder irgendeinem Fernsehsender auch vor dem Wahllokal stehen. Diese dürfen nicht in das Wahllokal mit reingelassen werden, die dürfen nur davor stehen und müssen auch mindestens 15 Meter Abstand von der Schlange die rausgehenden Wählenden nicht bedrängen, aber dürfen die dann fragen, hey, wir machen hier eine Wahlhochrechnung, wollen Sie dazu aussagen? Wenn die Leute Nein sagen, dann dürfen die auch weggehen, sollten die sehr, ja, sag ich mal, penetrant sein, dann dürfen wir als Wahlvorsteher die auch wegschicken. Ja, dann ist auch gilt da wieder das Hausrecht. Ey, hier vom Stern, von der Bildzeitung, ihr steht jetzt hier zu nah dran, verpisst euch mal. So viel erstmal dazu. Wenn der Wahlvorgang abgeschlossen ist vom Wählenden, kommt er mit seinem Wahlzettel, der gefaltet ist, unsichtbar für alle Beteiligten und seinem Personalausweis zu unserem dritten Tisch und dort wird im Wählerregister nachgeschaut, ob derjenige überhaupt wirklich wählen darf. Jetzt fragen sich manche natürlich, hä, warum kriegt er denn seinen Wahlschein? Man könnte doch schon vorher prüfen. Der Wahlvorgang ist erst in dem Moment abgeschlossen, wenn der Wahlschein in der Urne liegt. Das heißt, es könnte ja auch sein, dass jemand, der seinen Wahlschein genommen hat und unterschrieben hat oder sein Kreuz gemacht hat, dann doch noch merkt, ich habe leider die falsche Partei angekreuzt. Oder der Wahlvorschlag, der unterschriebene Kreuz, war sichtbar für jemand anderen. Dann muss der Wahlvorgang für diese Person wiederholt werden. Dann kann er nämlich zum ersten Tisch zurücklaufen, kriegt einen neuen Wahlzettel und kann das Ganze nochmal vormachen. Wir als Wahlvorsteher sind dann aber in der Pflicht, das Ganze zu kontrollieren und dafür zu sorgen, dass rechtmäßig alles perfekt abläuft. Wenn der zu Wählende dann am Tisch ankommt, dann wird geprüft, ob er im Wählerregister steht und im Anwohnerverzeichnis und keine Vermerke für ihn drin sind. Das heißt, es gibt bestimmte Sperrvermerke, beispielsweise Personen sind verstorben, dann steht da ein G mit drin, also gestorben oder beziehungsweise gesperrt und dann darf diese Person natürlich nicht mehr wählen. Es könnten sich ja andere Leute als die ausgeben oder sowas, dann wäre das auch so, dass wir den Stimmzettel einfach vom Wählenden zerreißen lassen und dieser, der dann sozusagen dort nicht wahlberechtigt ist, muss dann halt das Wahllokal verlassen. Dafür sorgen wir dann, dass der dann halt auch verschwindet. Ist alles korrekt, er steht im Wahlregister drin, ist im richtigen Wahlkreis, seine Straße, Personalausweis und das Lichtbild auf dem Personalausweis ist erkennbar, dass es sich um die richtige Person handelt. Dann wird vom Schriftführer ein Vermerk im Schriftregister, Wahlregister gemacht. Da gibt es eine Liste, mit wie viele Stimmen schon abgegeben worden sind. Der hakt dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ab. Und er trägt natürlich ein, dass diese Person, also der Herr, weiß ich nicht, Haribert, hat gewählt, macht einen Haken hinter seinem Namen im Wahlregister und dann wird die Wahlurne freigegeben. Der Wähler lässt seinen Zettel in die Wahlurne reinplumpsen, verdeckt, für niemanden sichtbar, die Wahlurne wird wieder zugemacht und der Wahlvorgang ist abgeschlossen. So viel habt ihr wahrscheinlich selber schon auch als Wählender erlebt, deswegen ist das für euch vielleicht auch nichts Neues, aber als Wahlhelfer eventuell doch interessant. Wichtig ist, es gibt viele Sonderfälle und ich hoffe, ich habe unten für euch Reiterkarten reingemacht. Sonderfälle sind Personen mit Briefwahl, Menschen mit Behinderung, beispielsweise mit Sichtbehinderung oder auch mit körperlicher Behinderung, sowie Personen, die sich noch zum Wahltag einen neuen Wahlschein haben ausstellen lassen. Da gehen wir jetzt drauf ein, weil das sind eigentlich so die Fälle, die interessant sind. Der Rest ist so der Standard, den man auch selber als Wählender kennt. Man geht halt hin, gibt seinen Wahlbenachrichtigungszettel, hält den vor, kriegt seinen Stimmzettel, geht wählen, lässt sich abhaken, lässt das Ding in die Urne fallen und verpisst sich wieder. Das ist so der Wähleraufgabe. Als Wahlvorsteher ist es dann aber noch so, dass wir natürlich darauf achten, dass der Wahlvorgang für Personen mit Behinderungen oder Einschränkungen auch möglich ist. Das heißt, gibt es eine Treppe oder keine gute Rampe vor euch, ist der Wahlvorstehende dazu beauftragt, den einen der Beisitzer zu koordinieren. Hey, du da, Beisitzer A, hilf mal bitte dem Mann mit dem Rollstuhl und roll den mal hier hoch, damit der auch seine Stimme abgeben kann. Beispielsweise gibt es auch Personen mit Erblindung oder Teilerblindung, die natürlich die jeweiligen Parteien nicht mehr richtig lesen und erkennen können. Dann dürfen diese eine Person als Beihelfer für den Wahlvorgang bestimmen. Das kann eine Vertrauensperson des jeweiligen Gehandicapten sein oder auch der Wahlvorsteher selber. Das heißt also, wenn ein Mensch mit Sichteinschränkung im Wahllokal ist und er hat eine gelbe Binde und man sagt, hey, ich bin sichtlich eingeschränkt, ich bräuchte da Hilfe, dann können wir als Hilfeperson
jemanden bestimmen, also entweder uns selbst, die Wahlvorsteher, oder auch einen Wahlbeisitzer oder eine Person, die derjenige mitgebracht hat beispielsweise. Gibt es ja, und dann ist das kein Problem. Dann dürfen auch zwei Personen in die Wahlkabine. Wichtig dabei ist, dass das Kreuz vom Wählenden selbst gemacht wird. Für diesen Sonderfall mit Menschen, die halt erblindet sind oder teilblindet sind, die haben meistens schon vom Brief wegen eine Wahlschablone vorgelegt bekommen, sozusagen, die können sie auf ihr Blatt Papier drauflegen und dann kann man von oben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 runterzählen, also welche Partei man halt gerne wählen möchte, weil die mit verschiedenen Mustern markiert sind. Dann wird da das Kreuz gemacht und dann hat sich das Ganze erledigt. Wichtig ist auch, alle Personen, die eine Briefwahl haben, sind im Wahlregister mit einem Wahlsperrvermerk gesetzt. Das heißt, wenn jemand mit einer Briefwahlunterlage bekommen ist, hat der nicht eine Wahlbenachrichtigung bekommen, sondern einen sogenannten Wahlschein. Der Wahlschein, der ergibt sich sozusagen über die Briefwahl und da habt ihr dann die Möglichkeit, eure Stimme ja per Brief abzugeben und diese dann auch ja eigentlich per Brief bis zum, ich glaube, vorletzten Tag, bis zum 9.2. jetzt in diesem Fall abzugeben. Wenn das der Briefwähler nicht geschafft hat, kann es sein, dass der Briefwähler vor Ort mit seinen Briefwahlunterlagen unterscheint und da ist dann dieser blaue und rosane Umschlag drin. Diese darf er nicht verwenden. Man entfernt dann aus dem rosanen Umschlag, das müsste der erste sein, den Wahlschein und kontrolliert oben auf dem Wahlscheinbereich, ob er zu dem Wahlbezirk gehört und ob er in den Wählerkreis gehört. Also es gibt ja Wahlbezirke und Wählerkreise, also Wahllokale. Ansonsten gehört er dort nicht hin, verweist man ihn auf den richtigen Bezirk oder wenn sich der richtige Bezirk nicht feststellen lässt, dann ruft man selber beim Wahlamt an und sagt, hey, wir haben hier einen von der Briefwahl, der hat seine Briefwahlunterlagen mit dabei, der möchte gerne woanders wählen. Dann kriegt er meistens das richtige Wahllokal mitgeteilt, muss sich dann dahin begeben. Sollte derjenige mit der Briefwahl in dem Wahllokal, wo ihr selber tätig seid, der richtige Ansprechpartner sein, dann ist es so, dass der Wähler seinen blauen Umschlag rausnimmt, dort befindet sich der Stimmzettel drin und diesen vor euren Augen zerreißt. Damit wird dieser Wahlzettel als ungültig gemacht. Man macht im Vermerk im Wählerregister, der Briefwähler ist jetzt doch gekommen, vor Ort bei uns, kriegt einen neuen Stimmzettel vorne an der Ausgabe und kann dann seine Wahl ganz normal vor Ort durchführen. Wichtig dabei ist auch, dass dieserjenige dann sich auch mit seinem Personalausweis ausweisen muss. Thema Personalausweis. Es gelten neben dem Personalausweis auch noch weitere Identifikationsmöglichkeiten, die ein Lichtbild beinhalten. Das heißt, Führerschein beispielsweise, wo die Adresse mit draufsteht oder der Reisepass oder der Sozialversicherungsausweis mit Lichtbild etc. Oder ich glaube, es gab mal den Berlin-Pass, der ist mittlerweile ohne Bild. Diese Aussage jetzt nicht so genau nehmen, aber ich glaube also, alles, was mit einem Lichtbild und wo eure Adresse mit drauf ist und was halt von einer staatlichen Institution kommt, ist in der Form nutzbar und kann dann für die Verifikation, man kann ja sich das Foto angucken, ist die Person wirklich auf dem Zettel, was vom Staat ausgestellt wird, beispielsweise Behindertenausweis für eine Gehbehinderung oder sowas, würde auch ausreichen. Sägt das Foto, sägt die Person, alles klar, kann ich nachvollziehen, dass das von staatlicher Stelle ist, dann kann derjenige auch sich damit identifizieren. Das ist im Einzelfall entscheidet dann der Wahlvorsteher oder der stellvertretende Wahlvorsteher, ob derjenige dann damit identifiziert werden kann. Was nicht geht, sind Krankenkassenkarten und Schülerausweise beziehungsweise, ich glaube, Studentenausweise, weil diese variativ von verschiedenen Bereichen ausgestellt werden können und dort auch eine zeitliche Begrenzung gilt. Bei Personalausweisen, da ist es so, wenn selbst wenn dieser abgelaufen ist, da ist er noch gültig. Sonderinformationen finden sich aber, wie gesagt, in dem Hinweis für Wahlvorstände drin, in dieser ganzen Unterlage. Oder es steht nochmal in der Schulung mit drin. Also da kriegt man das auch nochmal im Detail mitgeteilt. Ja, ansonsten bleibt natürlich nur noch der ganz krasse Sonderfall übrig. Jemand kommt vorbei, er kann sich weder ausweisen, hat weder einen Personalausweis dabei, noch eine Wahlbenachrichtigungskarte, noch einen Wahlschein von einer Briefwahl, einfach gar nichts, meint aber, er könnte da wählen.
dann ist man verpflichtet, diesenjenigen, weil man ihn nicht identifizieren kann, nicht nachvollziehen kann, wer er ist, dem Wahllokal zu verweisen. Sollte es dann natürlich dort zu Diskrepanzen kommen, hofft man natürlich nicht, aber es könnte ja sein, dass jemand dann wütend ist oder sonst was, dann ist natürlich auch das Hausrecht im Rahmen des Wahlvorstehers und des stellvertretenden Wahlvorstehers. Und diese können dann bei Gelegenheit ansonsten dann auch natürlich Ordnungskräfte wie die Polizei anrufen, hey, wir haben hier einen, der rastet aus, schafft den mal weg. So viel erstmal zum gesamten Wahlprozess. Jeder, der schon mal wählen gegangen ist, der kennt das Ganze, das ist eigentlich relativ klar. Dann gibt es jetzt nur noch kleine Anmerkungen, die eigentlich auch nicht so interessant sind für euch. Es gibt für die Wahlauszählung verschiedene Stapel, die man bauen muss. Einmal ein Stapel Erst- und Zweitstimme identisch, einen zweiten Stapel Erst- und Zweitstimme ungleich. Also könnte ja jemand die CDU-Direktkandidat wählen und jemand den AfD-Partei. Ja, also dann wäre das ja zwei ungültige Stimmen. Also ein Stapel alles gleich, zweiter Stapel etwas ungleich. Dritter Stapel sind Beschlussfälle, die sind sozusagen, müssen nachgeguckt werden. Heißt, hat jemand beispielsweise eine Mickey Maus mit drauf gemalt auf seinen Stimmzettel oder sonstige Sachen. Dann muss natürlich geprüft werden, ob das berechtigt ist, ist das Kreuz richtig in der richtigen Partei drin, etc., etc., etc. Und natürlich ungültige Stimmzettel, das heißt Stimmzettel, die 5 Kreuze haben, also wo deutlich mehr Kreuze angekreuzt sind als möglich, oder komplett unbeschriebene Wahlzettel, wie am Anfang des Videos erwähnt, wenn jemand sagen möchte, er möchte gar nicht wählen. Dann werden diese auf dem 4. Stapel gelistet und dann wird natürlich einzeln durchgezählt. Am Ende sollte es dann so sein, dass die Erst- und Zweitstimmen, die abgegebenen Wahlzettel und natürlich die aufgeschriebenen, abgehakten Wählerstimmen, also wie viele Personen im Wahllokal vor Ort gewesen sind, alle identisch übereinstimmend sind. Dann ist es einzutragen, dass die Wählerstimmen alle korrekt sind. Sollte es dort Fehler geben, was ja immer mal vorkommen kann, dann muss nochmal erneut gezählt werden. Aber ich glaube, Nachzählen von Wahlzetteln sollte für jeden in der Lage sein. Und meistens ist es ja so, dass die Personen, die wählen gehen, die wählen ja nicht immer abwechselnd, sondern 2/3 der Wahlzettel werden höchstwahrscheinlich mit Erst- und Zweitstimme gleiche Partei sein. Das wird Ganze dann aufgeschrieben, wird am Ende im Wahlregister eingetragen und wird zum Schluss dann auch dem Wahlvorstand bzw. dem Das wird am Ende auch der Wahlleitung, also dem Bezirkswahlleiter, mitgeteilt. Es gibt noch 2 Meldungen, die wir abtätigen müssen. Einmal morgens um 8:15 Uhr, dass wir wahlbereit sind. Und dann einmal die Zwischenzeit um 12 Uhr, wie viele Leute in der Wahlschlange stehen. Und um 18 Uhr, wie viele nach offiziellem Schluss ebenfalls noch in der Wahlschlange stehen. Es ist wichtig, wenn Personen schon in der Wahlschlange stehen, also beispielsweise vor dem Wahllokal oder im Wahllokal, dann ist es im Ermessen des Wahlvorstehers, weitere Wählende, die nach 18 Uhr ankommen und sich anstellen wollen, wegzuweisen, denn die haben dann ihre Wahlzeit verpasst. Das ist dann halt einfach so. Und nur noch die Leute, die schon vor 18 Uhr in der Wahlschlange standen, dürfen am Ende halt dann auch noch wählen. Der ganze Wahlprozess, wie gesagt, wird dann am Ende abgeschlossen, indem das Wahllokal wieder aufgeräumt wird. Alle Wahlkabinen werden aufgeräumt, alle Wahlurnen werden weggestellt, alle Stühle, Tische werden wieder in die Räume zurückgebracht, wo sie herkommen. Und einer der Wahlvorsteher oder am besten beide, also der Wahlvorsteher und der stellvertretende Wahlvorsteher, überbringen den gesamten Wahlprozess, also alle abgegebenen Stimmen, die Materialbox und auch die Informationen, die man hat, alle zum Wählen bekommen hat, sowie alle noch restlichen Stimmen, die noch übrig sind, bringen diese zurück zum Wahllokalsleitungsbereich, das heißt, also bei uns ist das Bezirksamt, und es gibt in unserem Bezirk auch nochmal, weil der so groß ist, verschiedene Checkpoints, ich sag mal Material-Checkpoints, wo man das Ganze abgeben kann. Das heißt, wir fahren dann mit dem Auto, bringen die Sachen zu diesem Checkpoint, da wartet dann schon einer vom Bezirksamt, der sammelt alles ein und damit hat sich dann der Wahlvorgang für uns erledigt. Wichtig, man muss den ganzen Tag halt in Bereitschaft sein. Von morgens um 7 bis meistens abends 19 Uhr. Irgendwann ist man ja fertig mit dem Zählen. Natürlich sollte man jetzt nicht übermäßig krass viel Zeit daran investieren. Wenn man sich mal verzählt hat, zählt man nochmal nach, damit es da keine Differenzen gibt. Oder sollte es eine Differenz zwischen der abgegebenen Zahl an Wahlscheinen in der Urne und den abgestrichenen Leuten in der Wahlliste geben, dann kann es natürlich sein, dass vielleicht mal beim Abkreuzen der Schriftführer
kann ja wirklich mal passieren, mal was vergessen hat. Die abgestrichene Liste ist aber nicht relevant, sondern es ist am Ende nur noch wichtig und relevant, wie viele Wählerscheine man hat im Verhältnis zu den Wahlstimmen, die dann tatsächlich auch abgegeben worden sind. So viel zum Thema Wahlvorstand und wählen gehen. Ich persönlich muss sagen, ich finde es sehr wichtig, wählen zu gehen, denn wählen unterstützt nicht nur unsere Demokratie, sondern auch die Mehrheitsgesellschaft, denn Demokratie heißt nicht nur die Wahl des Volkes, sondern die Wahl des Mehrheites des Volkes. Das heißt, wenn der Großteil der Bevölkerung, sagen wir jetzt mal 30-40% oder von mir aus 25-20% deutlich mehr Stimmen haben, zwei Parteien, als der grobe Rest, dann entscheiden die, wo es lang geht. Heißt, die Mehrheit entscheidet und damit müssen sich auch alle anderen sonstigen demokratischen Parteien abfinden, auch wenn das denen vielleicht nicht gefallen sollte. Das ist halt immer wichtig zu beachten. Und ja, heutzutage in ganz unruhigen Zeiten, wo viel Fake News mit Deepfake, Fotobearbeitung und Skandalisierung im Internet passiert zu verschiedensten Parteien, da muss man sagen, da sollte man selber auf der Hut sein, gebt eure Stimme im Wahllokal ab, da seid ihr sicher, dass sie in so einer Wahlurne landet. Wahlbetrug in der Wahlkabine ist meiner Meinung nach deutlich weniger möglich, weil dort ja 9 bis 10 verschiedene Menschen, die sich nicht kennen, den Wahlvorgang ja durchführen und Wahlbeobachtung darf ja oder ist gewünscht und zugelassen. Das heißt, jeder, der das Ganze kontrollieren möchte und sich sicher sein möchte, dass bei der Wahl alles gut zuläuft, der kann natürlich dann bei solchen Wahlbeobachtungen mitmachen und damit dafür sorgen, dass die Demokratie weitergeht. Ohne diese Wahlbeobachtungen bei der Bundestagswahl 2021 würde es diese Wahlwiederholung jetzt nicht geben. Dabei möchte ich noch am Ende 2 persönliche Worte loswerden. Es ist sehr, sehr fragwürdig, wie beispielsweise die Partei Die Linke in den Bundestag gekommen ist. Denn nur durch die Direktwahl von Gregor Gysi, der im Bereich Köpenick gewählt wurde, und noch 2 anderen Direktmandaten, hat es diese Partei überhaupt in den Bundestag geschafft. Es wird jetzt teilweise die Wahl in Berlin wiederholt, wie ihr ja jetzt an diesem Video gesehen habt. Das heißt, sollte dort bei den jeweilig benannten Leuten die Direktwahl nicht mehr klappen, dann hat sich's auch mit dieser Partei im Deutschen Bundestag erledigt. Genauso wie mit manch anderen Parteien, die momentan unter der 4%-Marke liegen. Und deswegen kann ich nur jedem empfehlen, der jetzt noch mit seinen Gedanken spielt, ob er wählen geht oder nicht, geht wählen, macht euer Kreuz bei der Partei, die ihr unterstützen wollt, oder macht gar keine Kreuze oder euren Wahlschein ungültig, wenn ihr mit allen Parteien unzufrieden seid. Denn nur damit werden dann auch eure Stimmen gezählt. Das ist ganz, ganz wichtig. Ansonsten war es das dann so weiter mit diesem Video. Ich hoffe, dass ich euch in der nächsten Zeit mit noch ein paar mehr anderen Videos, vielleicht auch zum Thema Politik, aber auch wieder gerne Meinungsvideos unterhalten kann. Wenn euch das Ganze informiert hat, euch Spaß gemacht hat, würde ich mich natürlich immer nur Daumen nach oben sehr freuen. Kostenloses Abo unterstützt diesen Kanal auch sehr. Schaut ansonsten gerne bei Miraculina vorbei. Da seht ihr alles, was zum Thema Haus bauen, reparieren und Heimwerkern passiert. Habe ich ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Und ansonsten sehen wir uns dann einfach beim nächsten Video wieder. Stay real. Bis dann, euer Ozok. Ciao.